Ich versuch jetzt nochmal. Hä? Oh nee, jetzt hänge ich schon fest. Och, Eggy. Oh nee. Ja, hör auf mit dem Scheiß-Funkspruch. Nicht hä? Den habe ich gar nicht gehört, weil das Spiel so leise ist. Ist das Material schon da? Ja, okay. Ja. Ah, Junge, ich hab doch alles gekauft. Stimmt. Ah, ja, stimmt. Da war ja, oh Gott, da war ja richtig viel. Ja, okay. Ach, es backt hier alles bei mir rum. Also. Es backt bei dir? Naja, bei mir sind so diese. Wie wenn du was platzierst, diese grünen. Ja. Teile überall bei den Dingern. Also bei mir ist auch ein Teil grün. Bei mir flimmert hier alles. Oh, nee. Bei mir flimmert hier gar nichts. Gar nichts. Das Holz hier. Das Holz und das hier. Bei mir geht ja, die ganze zweite Reihe hier komplett durch. Ja, stimmt, das reicht. Die auch, ja. Ja, das reicht. Ja, ja, ja. Das ja richtig gut heute. Aber hatten wir nicht. Nee, hatten wir nicht. Wir hatten den Dings gebaut, ne? Zum Schluss den Kronleuchter, wollte ich gerade sagen. Ja, wo der da mit dem Bagger, mit dem Kran, ja. Wo das so beschissen war, ja. Okay, okay. Hier ist leer, hier das heißt, hier muss noch Beton rein, oder? Was? Ja. Ja, hier müssen wir Beton gießen. Ja, Säulen gießen. Ach, da unten. Wo ist denn. Ja, wo ist der nur? Wo ist der nur? Die Gieße hin. Ja, es kommen ganz viele grüne Sachen bei mir da auch. Da hinten. Dort Gießgerät. Da kommt es da vorne wahrscheinlich, ne? Ja. Sachse, Junge. Grüß dich. Hey, Sachse, Junge. Ja, das ist dir doch nicht, ne? Hä? Warum funktionieren meine Joystick-Einstellungen nicht? Fragezeichen. Ja, ich musste gerade bei mir auch ein bisschen hin und her. Machen. Hä, wo sollen die. Ach, wir haben die Berechtigung nicht, du musst mal freigeben. Hab ich doch. Das ist schon alles ganz merkwürdig. Ich kann nicht einkaufen. Also so. Voll machen. Online. In diesem Vorgang fehlt die Berechtigung, bitte an autorisiertes Personal. Oh ja, du brauchst ja nochmal draußen. Okay. Ja, sagst du soweit alles bestens. Ist kacke, warum geht das nicht? Jo, da habe ich mich erschrocken. Warum hast du dich erschrocken? Eggy, tut doch gar kein was. Ich fress kleine Kinder. Die gerne Ready or Not spielen. Oh, was ist denn hier los? Ey, das ist heute ganz wild. Egal, was sie spielen. So, jetzt. Amy, Junge. Na, aber denkst du, ich spiele den Bausimulator alleine, Axel? Ja.
Was hast du denn vor allem für einen Vortrag morgen? Über Durchfall nach Trailflash. Oh nee. Oh, es geht los. Also wenn jetzt ready ist, muss bloß so die Klappe wieder aufmachen, die ist dazu gemacht. Da hinten ist einer. Ja. Was sind hier mit Kribus und so nicht da, oder? Die sind beide AFK. Ach so. Falschrum. Genau falschrum. Warum verstellt sich denn hier alles? Ah, ich hatte meinen PC, glaube ich, den Tag. Neu, also sauber gemacht und alles abgeklemmt. Achso, hast du die Joysticks immer dran? Ja. Ich hab sie immer ab und ich weiß auch nicht, welcher wohin kam. Und es ist immer falsch. Heute ging es tatsächlich mal so halbwegs. Überhaupt keinen Sinn, okay. War's auch richtig rum? Jetzt check ich gar nichts mehr. Jetzt ist Feierabend. Du bist doch links. Nee, du bist rechts. Raus. Du bist links. Erstens, ich hab erstens gar nichts gesehen, was du spielst. Zweitens kann noch sein. Ich halte einen Vortrag in Chemie über die Bedeutung chemischer Reaktionen für die Energiegewinnung. Und dieser Vortrag war fertig, bis mein Kollege meinte, dass er morgen krank ist und diesen Vortrag alleine morgen halten muss. Nun muss alles ungeplant werden. Oh nee. Wetten, die Nachricht ist dir zu lang. Sorry, die kann ich nicht vorlesen, die Nachricht ist mir zu lang. Kommt halt immer darauf an, was ich spiele. Wenn ich hier sowas spiele, ist ja was ganz anderes, ne? Wenn ich so storybasiertes Spiel spiele, ist es immer schwierig, was lang ist. Ich kenne mich nicht aus mit langen Sachen. Deswegen habe ich einen kleinen Penis, ja. Mach das, Axel. So. Packen wir mal aus. Dass ihr durch die ganzen Gitter durchlatschen kannst. Umsetzen wir. Ja.
Oha, der war knapp. Ach, da ist noch was. Achso, der ist wohl für später, okay. Beton ist alle. Beton? Wie oft soll ich das denn noch anmachen hier, Alter? Weiß ich nicht, aber wir müssen eh umsetzen. Ja, jetzt mach ich's an, wärst du weg, Alter. Ja. Müssen wir ja. Musst schon mal ein bisschen aufpassen hier, ne? Stift. Du. Stift. Jetzt wird er frech. Was hält ihr, Robert? Komm nicht so dicht, ich muss weiter weg. Komm nicht so dicht. Geh fort. Geh fort. Also das hast du Samstag nicht zu mir gesagt. Ah, toll. Hey. Hallo, mach doch. Also diese Kamera hat sich so auch absolut für den Arsch hier. Ja, manchmal ist es wirklich kacke. Ich habe jetzt angemacht. Wie komme ich da nicht? Ganz knapp. Ihr habt schon gehört, welche neuen Chips rauskommen sollen von Knossi und Dings? Knossi und Trimax? Nö. Käse und Trüffel. Schmiede aus. Okay. Da bin ich sehr gespannt drauf. Sollen jetzt in den November, glaube ich. Du hast die Klappe wieder zugemacht. Deswegen geht das nämlich nie. Nee, hab ich nicht. Ja, ist aber zu. Hab ich aber nicht zugemacht. Hm. Ich hab schon doppelt belegt, die Tasse. Ich komme da nicht ran. Das ist so. Oh, das war knapp. Trüffel und. Was? Trüffel und. Käse. Käse? Mhm. Okay, Käse klingt gut, Trüffel weiß ich nicht. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, auf beiden Sorten. Also ich werde es probieren, ja, aber Trüffel glaube ich, weiß ich nicht. Kann man sich nicht vorstellen. Soll Silber und Gold sein, die Verpackungen. Vor allem, eigentlich Trüffel teuer, eigentlich rein theoretisch müsste dann die... Wird nicht meine Antwort sein. Chips ja auch teurer machen, aber wahrscheinlich wird es auch mal sein. Ja, da wird kein Trüffel vorbeigelaufen sein, glaub mir mal. Nee. Das ist nur künstlicher die Lumpe. Ein Haufen Glutamat, wie halt ein Chips ist. Aber damit schmecken die auch so geil. Ja. Naja, ich finde die jetzt nicht, also ich finde die jetzt nicht abhebender irgendwie von anderen. Ich finde sie knuspriger irgendwie. Naja, auch nur teilweise, wenn du mal dicke dabei hast, ja, aber sonst sind sie genauso noch wie alle anderen auch, ey. Ich hab jetzt von allgemein von Chips geredet. Naja. Dass halt Chips gut schmecken. Also viel besser sind die irgendwie nicht. Weil halt zu viel Glutamat und Salz drin ist. Grüße, B. Ich glaube, du musst nicht so weit wegfahren, aber... Ja, warten wir mal. Ich glaube, wenn der jetzt seine Turbine hingesetzt hat, kommt nämlich Wende und so ein Scheiß. Kann ich eigentlich noch so... Ich hab's so 100% gewusst, dass Chris schreibt, Chips sind Robs gut. Ich hab's sowas von gewusst. Ich hätte wenden sollen. Hallo Kribis.
Props, ja, die habe ich. Wie heißen die denn? Die habe ich noch gar nicht gegessen, glaube ich. Also die finde ich aber auch nicht bei Edeka oder bei Rewe. Also zumindest hier bei uns nicht. Da steht wieder mitten im Weg. Sören, Alter. Sören. Ja, immer dasselbe mit dem Vogel. Musst du drum wie rumfahren. Am Samstag. Hä? Nee, du stehst im markierten Bereich. Ich bin in Auftrag. Achso. Also, du hast einfach scheiße geparkt. So, ja, da hinten. Ja, gut, jetzt online bestelle ich die jetzt nicht. Das können wir schon weitermachen. Nee. Stellst du mal hier die Tribüne? Alle, alle. Ich schicke die hoch und dafür bekomme ich, glaube mal, jetzt eine Dose. Schickst du, muss ich immer nur sagen, welchen scheiß Laden die gibt. Immer schön dran denken, Glücksrad am 16. genau. Sind nur Salz und von Pringles. Also Pringles mag ich tatsächlich gar nicht. Also man kann sie essen, aber finde ich jetzt nicht gerechtfertigt den Preis. Ja, die Chipsletten finde ich auch besser. Ja. Also hier die Billigdinger da. Also meine Lieblingschips Deutsche sind halt einfach schießen an hier. Kaufland. Okay. Ja, wie heißen die Dinger? Oder was? Warum gehen diese Kack-Trigger nicht? Guck mal, du machst die Klappe auf und zu durch deinen Scheiß, was du jetzt machst. Das ist die Klappe auf und zu? Ja, sag ich doch, du hast die Taste bestimmt falsch belegt. Nein, habe ich nicht. Warum geht denn die Klappe laufen auf und zu? Was ist denn das für ein Schmutz? Weil jedes Mal, wenn du die Klappe auf und zu machst, bricht nämlich das Gießen ab. Hey. Ja. Es ist hier alles. Verstellt. Es ist wieder nichts vorbereitet hier, wie immer. Hey. Ja, wunderbar. Ich guck nachher mal wieder, ob wir mal online, aber sind zu teuer geworden. Haken auf zu. Das ist aber ein Kran. Da ist ein Trigger drauf. Sonst nirgendwo. Genau, lassen wir einfach drin für den 16.10. nächstes Jahr. Genau. So nämlich, sagst du. Nee, kannst du gar nicht machen. Nee, weil es ja in der Woche ist. Und ja. Vor allem weißt du nicht mal, ob es stattfindet, weil. Wegen, ja, ja. Kannst ja aktuell nicht mal sagen, ob dann 120 Stunden Stream stattfindet. Nur Festival könnte man sagen, aber das andere weiß man halt noch nicht. Das Festival würde ich immer beobachten. Naja, doch, so die 24-7-Pflege, da würde ich mich dann im Januar spätestens so drum kümmern. Jetzt kannst du wieder loslegen. Bergi? Was denn? Beton? Bist du sicher? Du hast gerade die Klappe schon wieder zugemacht. Ja, weil du nichts gesagt hast. Oh. Ich habe gefragt, ist die Klappe offen? So, rauer Ton heute hier. Wir spielen das jetzt 3 Tage, Kinder, ne? So. Ja, wir sind auch schon fertig mit der Welt. So, Ende. Ja. Alle. Warum ist es alle? Was? Gleich knallt es irgendwo. Nee. Ist nicht alle. Ja, jetzt bin ich nicht mehr, ja, ja. Okay, warte. Nee. So passt. So passt das. Was macht der schon wieder? Ach, komm wieder, ich muss wechseln. Voll machen wir. So. Die kommen, weiß ich nicht. Ich kann dir das nicht zu 100% sagen, Sachse. Ich gehe da der Reihenfolge nach. Was zuerst aufgenommen wurde. Oder was zuerst begonnen wurde. Irgendwann im November kommen die Folgen.
Also so ein kleines Entgelt laufen die ab morgen. Ja, only for you. Werde Mitglied, dann kannst du alle Folgen. Also kannst du das wirklich machen. Kannst ja alles schon hochladen und für Mitglieder freischalten. Ja, ja, ja. Und dann irgendwann freischalten für alle halt. Machen so viele. Wäre ja sogar machen viele, ja. Ja, viele machen ungeschnitten für Mitglieder und geschnitten für alle. Das machen auch viele schon vorab Folgen, also gerade bei YouTube. Ja. Da folge ich auch einigen, wo ich richtig Bock auf die Staffel habe. Bei wo, Chris? Wo soll das gehen? Bei Volt. Das haben wir nicht bei uns. Bestellt ich mach den Deal. Kopf schickt dir die Scheiße zu und du schickst die Chips zu. Ich schick die Knabe mal zu und Chris schickt dir aber die Chips zu. Genau. Ja, ja. So ist der Plan. Und sagst du, ja, die erste Aufnahme habe ich geschnitten davon schon. Volt? In Braunschweig? Kriegen wir unser Bier hier, Wolters, oder? Ja, vielleicht gibt's das in der Wolters Brauerei. Ich wollte nicht eine Partei? Ja, mit V. Ja. Das stimmt. Volt. Alle. Ja, bin auch schon dabei, Junge. Das läuft nicht mit dem Praktikanten heute, das läuft nicht. Ich kann Feuer nicht befüllen. Samstag konntest du sofort befüllen. Samstag? Mit Anlage. Die ganze Nacht. Seit Ewigkeit. Wegen dem geilen Sofa? Ich vermute, ja. Ehrlich jetzt, Alter. Ich hatte so Rücken-Nieren. Ja, hab ich immer auch. Schäden, ja. Alter. Ich lag gefühlt die ganze Nacht wach. Wobei ich eigentlich fit war, wo ich aufgestanden bin. Aber ich weiß nicht. Aber ich kam sofort und die ganze Zeit wach lag, Alter. Mit mir ging es genauso. Ich habe falls einen richtigen Schlafsack in der richtigen Länge geholt, aber nicht in der richtigen Breite. Der Schlafsack war gut, aber. Ich war da drin wie in so einer Robinenbüchse. Ja, lol. Aber du hast doch da schon mal gepennt, irgendwie. Hä? Du hast doch da schon mal gepennt auf dem Sofa. Ja, da war es auch scheiße. Ach so, ich dachte, da ging's. Wir ausgezogen hatten. Ah, da war sie nicht ausgezogen. Die Rückenlehne hatte Pia, also sprich, da war ja nicht durchgelegt und ich lag ja vorne. Rückenlehne ist doch fresh. Was? Rückenlehne ist noch fresh. Ja, klar, war gut. Ja. Ah, das Sofa ist meiner Meinung nach einfach auch kein Schlafsofa eigentlich. Naja, das ist mal für Notfall okay, aber. Ja, okay, ja. Dann, dass du durchgerammelt hast. Ja, ich sitze halt immer auf einer Stelle und genau auf dieser Stelle, wo ich sitze, liegt man halt auch, wenn man darauf pennt. Ja. Also, mach mal Gedanken, ey. Ja, nur mal umsetzen. Aber ich sitze ja schon ewig nicht mehr auf der Couch. Also, mittags mal vielleicht eine halbe Stunde schlafen. Macht keinen Sinn mehr, weil es eh Marsch. Macht jetzt genau. Und wenn ich mittags da schlafe, mal eine Stunde oder eine halbe, dann habe ich das Gefühl, wir wollen Niere operiert entfernen. Oh, richtig. Mhm. Meine Nieren sind auch raus. Ja, jetzt sind sie rausgeholt. Ja, wahrscheinlich, ja. Zum Verkauf. Also, ich will nicht Geld machen, ne? Nara, WB. Neuen Schlafsack kaufen davon. Den habe ich einfach zurückgeschickt. Amazon macht's möglich.